Willkommen zu einem neuen Video von meiner Wenigkeit. Genau, für heute dachte ich mir mal, ich mache ein Video mit einem Make-up, was ihr ganz einfach nachschminken könnt, wofür ich auch gar nicht so viele Produkte benutze. Der eine Grund ist, dass ich gerade von Arbeit gekommen bin und es ist 22 Uhr, also ich bin müde. Falls ihr zu Halloween nichts Aufwendiges machen wollt, dass ihr einfach das hier nachschminken könnt. Ich habe zwar noch nicht ganz so einen Plan, was ich genau mache, aber im Groben und Ganzen habe ich eine gewisse Vorstellung. Und zwar möchte ich ein einfaches Skull-Make-up machen, was noch so ein bisschen Glam mit drin hat. Ja, und da möchte ich jetzt am Anfang auch gleich mal noch auf meinen Instagram-Account verweisen. Da dürft ihr mir gerne folgen, da poste ich auch immer meine ganzen Make-ups. Und falls ihr Inspiration sucht, könnt ihr da gerne mal vorbeischneiden. Meine Augen habe ich jetzt abgeschminkt und jetzt können wir auch schon loslegen. Das Problem ist, ich weiß halt gar nicht, wo ich anfangen soll. Am besten, ich stelle euch erstmal ein paar meiner Spielzeuge vor. Und zwar habe ich bei Maron bestellt. Dann einmal das Aqua Make-up in Schwarz. Und dann wollte ich eigentlich das gleiche auch nochmal in Weiß kaufen. Das gab es auf Amazon einfach nur völlig überteuert. Deswegen habe ich mir von Maron einfach ein anderes weißes Make-up geholt. Und zwar das Clown White Make-up. Ich glaube, ich fange einfach am besten bei den Wangen an. Diese eingezeichneten Wangenknochen. Dann nehme ich erstmal einen weißen Eyepencil von NYX. Und jetzt zeichne ich mir diese Wangenknochen erstmal vor. So, und jetzt nehme ich die schwarze Aquaschminke von Maron und zeichne das nach. Jetzt nehme ich mir erstmal meinen schwarzen matten Eyeshadow von Makeup Factory und verblende ein bisschen schwarz nach innen. Hier ist jetzt irgendwie nicht so geil pigmentiert, wie ich dachte. Deswegen hole ich mal kurz meine Mavicon Palette, weil da ist ja ein richtig schönes Schwarz drin. Jetzt nehme ich mir meine NYX Ultimate Brights Palette. Ich habe mir gedacht, ich gestalte den so ein bisschen lila-blau. Und da gehe ich zuerst mal in dieses Lila hier. So, jetzt habe ich eine halbe Stunde gewartet, dass der Akku lädt von meiner Kamera, weil er alle gegangen ist. Ich glaube, ich werde ab jetzt Voice-Over machen, weil meine Eltern jetzt schlafen gehen wollen, weil es einfach schon viel zu spät ist. Als nächstes gehe ich in den Blauton und fülle den Rest der Fläche aus. Dann nehme ich wieder meinen schwarzen Lidschatten von Makeup Factory und schattiere ein bisschen die Wangenknochen. Dann nehme ich mir wieder die wasseraktivierte Farbe von Maron und zeichne mir mein Skelettgebiss. Mit den gleichen Materialien zeichne ich mir dann noch einen Umriss von einem Eyeliner Wing. Und gleich auch noch damit die typische Skull-Nase. Dann nehme ich mir wieder den Ton Breakdown aus meiner Mavicon Palette und schattiere mir damit die Augenhöhlen. Dann highlighte ich ein wenig mit dem lilanen Ton und das gleiche unter den Wimpernkranz mit dem Blauton. Dann nehme ich mir wieder den lila Ton und konturiere damit ein bisschen meinen Vorderkopf. Und dann, wer hätte es gedacht, blende ich das mit dem blauen Ton aus. Dann nehme ich mir den Glitter Primer von NYX und das silberne Glitzer von NYX und fülle damit meinen Eyeliner aus. Dann tusche ich meine Wimpern mit der Glam & Doll Mascara von Catrice und male mir meine Wasserlinie schwarz mit einem Kajalstift von NYX. Dann nehme ich mir die weiße Cremefarbe von Maron und male mir damit meine Zähne. Dann habe ich das Ganze nochmal ein bisschen erweitert, weil der Mund mir irgendwie zu klein war. Und dann nehme ich mir wieder meinen schwarzen Lidschatten von Makeup Factory und schattiere zwischen den Zahnräumen noch ein wenig. Dann schattiere ich noch ein wenig an den Schläfen. Und dann nehme ich mir meinen gelben NYX Vivid Brights und setze ein paar gelbe Highlights. Dann nehme ich mir meinen Wimpernkleber von Fingers und klebe mir ein paar hübsche Steinchen auf die Stirn. Und fertig ist das Make-up. So, das war's mit dem relativ einfachen Skull-Make-up-Look. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bye.